So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game. Ihr seht, ich habe tatsächlich die Pi-Liga erreicht. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Belohnung für gibt. Das sieht nicht so aus. Ah, hier gibt es wieder eine Belohnung. Erst bei der Pikachu-Liga. Ich habe gesehen, Meloetta, du bist schon in der Quajutsu-Liga. Du hast es ja schon weit gebracht. Ich habe ja gesagt, dieser Samenliga wird mir reichen. Will ich hin. Ja, ich habe den Pass ein bisschen weiter gemacht. Dementsprechend können wir uns jetzt hier die Belohnungen alle mal abnehmen. Annehmen. So, da kriegen wir nämlich ganz gut Sachen. Dann habe ich ein paar Zeug, 100 Kristalle, ein paar Credits, V-Star-Zeug. Ja, ist doch eigentlich schon mal ganz cool. Und natürlich Booster Packs. So, ein Pikachu mit Pika-Schlag. Wenn eins deiner Dedenne während des letzten Zuges. Warte mal. Dede Kraftschuss eingesetzt hat, fügt dieser Attacke 180 Schadenspunkte mehr zu. The fuck? Okay, kann man eventuell ein Deck draus bauen. Würde ich mir überlegen. Poekrum mit Geheimattacke. Warum habe ich die anderen eigentlich nicht vorgelesen? Keine Ahnung. Wähle eine Attacke einer vorangegangenen Entwicklung dieses Pokémon und setze sie als Attacke ein. Und Flackerschuss 180 Schaden, aber muss alle Energie auf den Ablagestab legen. Okay, wir haben noch ein paar Packs. Dann haben wir ein Pandir mit schwindelnder Wirbel. Diese Attacke fügt jedem Pokémon eines Gegners 10 Schadenspunkte zu. Das aktive Pokémon eines Gegners ist jetzt verwirrt. Auch nicht schlecht. Sie auch mit Grummeln und sanfter Hieb und ich liebe ja diese genähten, diese gehäkelten Pokémon. Ich habe einen gehäkelten Isaac. Das ist auch cool. So, dann haben wir einen Toxicroak mit Durchbohren und hechtender Kinnhaken. Während des nächsten Zuges werden diesem Pokémon durch Attacken 50 Schadenspunkte mehr zugefügt. Okay. Übrigens, alle mal eine kurze Schweigeminute für meinen Nachbarn, der offenbar einen Hörschaden erlitten hat. Weil vor etwa 15 Minuten ging hier ein Fernseher an. Oder sowas ähnliches. Mit einer Lautstärke. Also, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob der in der Wohnung direkt über mir oder neben mir ist, aber ich kann mithören. Dann haben wir einen Gardevoir. Wow, das sehr hübsch aussieht. Mit Finesse, du musst. Guck mal, ich bin auch ein bisschen müde. Bin noch nicht so lange wach. Du musst eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um diese Fähigkeit einzusetzen. Du kannst während deines Zuges kannst du zwei Karten ziehen. Ah. So, und dann haben wir magischer Schuss. 120 Damage. Und ein Lugia V-Star. So, haben wir einen Emolga mit Glücksfund und statischer Schock. Bei Glücksfund durchsucht der Deck nach einer Itemkarte. Zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf die Hand. Wische dein Deck anschließend. Ein Sonnenkern mit Samenbomben. Ein Hypno mit Psi-Ruf. Durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Phase 1 Pokémon und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck und seinen Kopfstoß. Ein Traumagil mit magischer Vergeltung. Wenn dieses Pokémon volle KP hat und durch Schaden einer Attacke von Pokémon deines Gegners kampfunfähig wird, lege 9 Schadensmarken. Vielleicht sind es auch 8. 8 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Es ist schwer zu lesen und es ist wirklich klein. Warum ist das so klein? Das verstehe ich nicht. Warum kann man das nicht größer machen? Hier ist so viel freier Platz. Ihr seht meine Maus wieder nicht, ne? Die hatte ich ausgeblendet, weil mein Programm manchmal nicht macht. So. Jetzt sehe ich meine Maus auch nicht mehr. Doch jetzt. Also, hier ist überall Platz und man macht das so klein. So, ein Klickety-Klack mit Dreifachgetriebe. Wenn dieses Pokémon
Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon während des Zuges zu entwickeln, kannst du deinen Deckner bis zu 3 Basisenergiekarten durchsuchen und sie beliebig an deine Pokémon anlegen. Das ist eigentlich eine coole Fähigkeit, aber kommt ein bisschen spät bei einem Phase 2 Pokémon. Braucht man Sonderbonbon. Achso, der andere Angriff macht 120 Schaden. Für Amicula, nach Energiegramm bist du dein Deckner bis zu 2 Basisenergiekarten, nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck und einem kleinen Biss. Ein Monozyto mit Ramme. Ein Quartettstein. Du kannst 4 Quartettsteinkarten gleichzeitig verwenden. Wenn du eine Karte verwendet hast, heile 10 Schadenspunkte bei deinem aktiven Pokémon. Wenn du 4 Karten verwendet hast, heile allen Schaden bei jedem deiner Pokémon. Ein Kolossand mit Sandkastenfalle. Dieses Pokémon fügt jedem aktiven jedem Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Was eigentlich gar nicht schlecht ist. Und Schollenbrecher. Kann man sich überlegen, ob ich nochmal so ein Deckzerstörungsdeck mache. Und Frostschwinge und Wilder Frost. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Wieder das Psiao. Ein Farbigel mit bunte Farbpalette. Schau dir die obersten 5 Karten des Decks deines Gegners an. Ganz beliebig viele Basisenergiekarten, die du dort findest, an eins deiner Pokémon anlegen. Mische die anderen Karten zurück in dein Deck. Achso, meine 5 obersten Karten, da ich mal und Ramme. Ja. Frieda, schau dir die obersten 7 Karten des Decks an. Du kannst beliebig viele Wasser-Pokémon und Wasserenergiekarten, die du dort findest, zeigen und auf deine Hand nehmen. Mische die anderen Karten zurück in dein Deck. Ein Melotic mit Wasserpfeil fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 50 Schadenspunkte zu und sanfte Woge das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. Und dann haben wir noch ein Kobalium mit Gesetz der Redlichkeit und Vorlage des Handwerkers. So, dann haben wir ein Gastella mit Giftstachel. Ein Traumfugil mit Konfusstrahl, wirf eine Münze bei Kopf, ist der Gegner verwirrt. Ein Simulwocher mit Warnung, durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon und lege es auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Wenn das aktive Pokémon eines Gegners ein Pokémon V ist, kannst du auf diese Weise stattdessen 5 Basis-Pokémon auf deine Bank legen. Und schneidender Wind. Ja. Ein Tentantel mit Rundumangriff und Peitschenschlag. Und zum Schluss ein Keldeo mit Wellenplatscher und Viererpaket. Wenn sich Kobalium, Terrakium und Viridium auf deiner Bank befinden, fügt diese Attacke 170 Schadenspunkte mehr zu. Ach du Kacke. Das muss man halt erstmal haben. Ein Datiri mit Piekser, ein Ganovil mit Biss, eine Kimono-Trägerin. Durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon, lege es auf deine Bank, mische anschließend dein Deck. Du kannst jenes Pokémon gegen dein aktives Pokémon austauschen. Ein Psi-Augeon mit einladende Ohren, das benutzen wir ja selber. Und ein Zeraora mit Kampfkralle. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Entwicklungs-Pokémon ist, fügt der Angriff 3 Schadenspunkte mehr zu. Und flotter Sprung. Es hört einfach nicht auf mit diesen Booster-Packs. Ein Funpi mit Zurückschlagen. Wirf eine Münze, bei Kopf fügt der Angriff 2 Schadenspunkte mehr zu. Ein Hygraulon mit Kopfnuss. Ein Anorith mit Fossilabwurf. Du kannst eine unbekannte Fossilkarte aus deiner Hand auf deinen Ablagestab legen. Wenn du das machst, fliegt der Angriff 120 Schadenspunkte mehr zu. Ein Medite mit Yoga-Wächter. Solange sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, verhindere allen Schaden, den diesem Pokémon durch Attacken deines Gegners zugefügt wird. Und ein Amoroso V. Urzeitliches Geleit. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Pokémon, die sich aus einer Itemkarte entwickeln, bei der Fossil zum Namen gehört und lege sie auf deine Bank, mische anschließend dein Deck. Und Tentakelangriff, wenn das verteidigende Pokémon ein Entwicklungs-Pokémon ist, kann es während deines nächsten Zuges nicht angreifen. Okay. Gute Möglichkeiten, hier mit den Fossilen zu kombinieren. EFM mit Flattern und Gleiten ist jetzt nicht so besonders. Ein Barschwall mit Aufstieg, durchsuche dein Deck nach einem Pokémon, das sich aus Barschwall entwickelt und nimm es auf die Hand. Mische anschließend dein Deck. Achso, nee, das musst du nicht mehr auf die Hand nehmen, das kannst du sogar auf Barschwall direkt legen. Ein Humanolith mit Steinwurf und geheimnisvoller Druck. Wenn du keine Unterstützungskarten in deinem Ablagestapel hast, fügt diese
Attacke 130 Schadenspunkte mehr zu. Da darf man keine Unterstützungskarten haben. Für das Humanolith auch interessant. Kostenpflichtiger Service. Achso, ja, das kennen wir schon, das Servol. Und das Keldeo wieder. Okay. War ja einiges, was wir jetzt gekriegt haben. Mach ein Pokémon deines Gegners kampfunfähig und spiele 4 V-Pokémon. Das kriegen wir. Ich habe leider bisher nur die Fuchsparade. Ich wollte aber mal was nachgucken, wenn ich hier ein Deck im Standardformat erstellen wollte. So. Also für Fossile haben wir nur die hier. Aber die heißen halt auch, da heißen die Attackenfossil. Wie hieß denn das andere, das Schaden macht? Wartet mal. Elektro. Es waren Phase 1 Pokémon. Hier, das da. Nein, gehst du weg. Also das gibt's noch tatsächlich. Das heißt, das könnte man noch mit irgendwas kombinieren, wenn man das Deck nochmal neu aufsetzen wollte. Aber ich glaube, nee, das andere müsste doch auch noch drin sein, oder? Psycho. Basis B. Der ist auch noch drin. Ich glaube, ich setze das Deck nochmal neu auf. Was haltet ihr denn davon? Das hatte ja, glaube ich, bloß die Energie nicht mehr, die ich benutzt habe. Das Gorgason. Ich glaube, ich packe das nochmal neu. Ich setze das nochmal neu auf, das Deck. Nicht heute, weil... Abbrechen. Achso, ja. Kann ich beenden, weil ist ja kein Deck, in das ich irgendwas reingepackt habe. Aber bis zum Montag wäre das ja eigentlich eine Möglichkeit. Hätte ich Bock drauf. Hättet ihr da auch Bock drauf? Ich hoffe ja. Unser Gegner entscheidet, wer anfangen darf. Ich hoffe übrigens, ihr guckt Pokémon sehr fleißig. Sind jetzt ein paar Parts schon draußen. Und ich habe tatsächlich beim Spielen sehr viel Spaß. Ich werde das auch tatsächlich heute noch ein bisschen aufnehmen. Er hat schön Karten. Muss man ihm lassen. Ich habe mir übrigens, habt ihr das gesehen? Für meinen Charakter habe ich mir eine neue Jacke geleistet hier. Er möchte Itemkarten haben oder was? Okay. Möchte ich wirklich diesen Effekt aktivieren? Geheimnisvoller Schweif. Hier, einmal wenn deines Zuges, wenn dieses Pokémon in deiner aktiven Position ist, kannst du die obersten 6 Karten deines Decks anschauen. Eine Itemkarte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf die Hand geben. Okay. Weiß ich jetzt noch nicht so recht, wie ich das deuten soll. Ich habe gerade zu wenig Karten, deswegen, oder besser gesagt, die falschen Karten. Und ihm nehme ich seine Itemkarte wieder weg. Serena. Es ist zwar an sich eine echt nicht gute Hand. Weil wenn er uns jetzt ordentlich erwischt, haut er uns kaputt. Sicher, was er hier vorhat. Sucht er die Exodia zusammenzukriegen oder was ist hier Phase?
Weiß ja auch nicht, was er hier vorhat. Aber mit zwei Sirenas im Ablagestapel haben wir natürlich Potenzial, möchte ich mal sagen. Na, die Angeln bringen mir jetzt gerade gar nicht. Da lege ich die weg und die weg. Darf ich nämlich ein bisschen was nachziehen. Das ist gleich die nächste Sirena. Ja, ich möchte gerne zwei Karten ziehen, auch wenn es nur zwei sind. Da ist ein Routena. Routena ist gut. Problem ist, uns fehlt Energie. Ohne Energie geht nichts. Deswegen nehmen wir jetzt Tatsian. Wir müssen ja bloß V-Pokémon spielen. Da ist Doppel-Turbo-Energie. Jetzt können wir kaputt hauen. Okay, die Psychokinese bringt auch nichts mehr. Was kann das noch allen... Achso, dann kriegt man bloß weniger Schaden durch Psycho-Pokémon. Durch Wii-Pokémon, aber das benutzen wir ja nicht. Wer benutzt denn sowas, bitte? So, da ist ein Miltank mit Verehrung. Diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte mehr zu. Auch nicht stark. Was kannst du? Kannst du immerhin was? Ja, das ist jetzt nicht so schlecht, würde ich fast mal behaupten. Aber halt nur fast. Auch nur einmal. Deswegen hauen wir das jetzt kaputt. Naja, wir kriegen es nicht ganz kaputt. Eine Sirena fehlt. Oder wir hätten eine normale Doppelfahrfluss gebraucht. Das wäre auch okay gewesen. Merkt gerade der Fernseher aus. Die Person hat den Ton ein bisschen runtergedreht. Wieder. Was ich gut finde, wirklich. Und Meloetta hat mir geschrieben, Giovannis Exil ist nicht mehr im in der Standardrotation. Das heißt, ich kann solche Pokémon jetzt von der Bank leider nicht mehr loswerden. Was kann das jetzt? Ja, damit kann er Energie anlegen. Dieser Attack fügt jede an all deine Pokémon angelegten Psychoenergien 30 Schadenspunkte mehr zu. Das ist jetzt auch nicht geil. Weil, klar, damit macht er mindestens 90 Bonus-Damage. Dementsprechend mindestens 100. Wenn nicht sogar mehr. Aber dafür hat er halt einfach nicht die Energie. Und wenn ich mit ihm fertig bin, auch nicht das Pokémon. Er hätte gerne das. Okay, unser Gegner hat aufgegeben. Warum ist Sieg da oben abgeschnitten? Naja, es ist noch eine Beta, es darf Fehler haben. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass diese Fehler korrigiert werden, auch dass das hier nicht aktualisiert. So, und jetzt habe ich natürlich kein Pokémon des Gegners kampfunfähig gemacht. Aber ich könnte trotzdem in den Kampfpass reingehen. Kann ich aber nicht, weil ich einen Kampf gemacht habe. Das ist so dämlich. Bitte, Leute. Patcht es. Patcht es. Gut, Leute. Ich würde aber sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich bastle am neuen Deck rum. Ihr lasst mir jetzt alle ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Ihr wisst, über solche Sachen freue ich mich ungemein. Da die Spiele hier gerne mal gut und gerne mal länger dauern,
Hättet ihr gerne, dass die Videos eine halbe Stunde gehen? Ganz gemeine Frage. Hättet ihr das gern? Weil ich habe jetzt nur ein Spielchen geschafft, weil ich aus dem Kampf was abgeholt habe. Also ja, gut, egal. Ich mache das neue Deck, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr schreibt mir das jetzt in die Kommentare und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit. Ja. Hier, ne? Pokémon und Trading Card Game und alles. Bis dann, euer Wolf.